Genau, bis die Präsentation hier gut steht, kann ich halt nochmal sagen, das ist Erik, Liam, Jakob und ich bin Nina. Und dann hatten wir noch ein bisschen Unterstützung aus Israel von unserem Freund, dem Karl, der leider nicht da sein kann, weil Israel ist ja ein bisschen weit, ne? Und also vielen Dank an Karl. Genau, unser Projekt heißt Ticket Hunt. Und was ist die Idee dahinter? Wir haben uns gedacht, ja, wir mögen ja alle öffentlichen Nahverkehr, aber wir haben oft das Problem, ja, wir haben ja noch so ein schönes Ticket übrig und denken uns, man könnte das ja mal weitergeben. Aber da, genau, wir haben zwei Möglichkeiten, wir schmeißen es einfach weg. Oder wir suchen uns irgendjemanden, den wir damit noch glücklich machen können. Mit so einer schönen Tageskarte, für den Zug, für den Bus oder was auch immer ihr da gerade für ein interessantes Ticket habt. Und jetzt gibt es aber natürlich die Fälle, wo man nicht im großen Ulmer Bahnhof steht und 200 Leute um sich rum hat, denen man das Ticket in die Hand drücken kann, sondern man steht vielleicht auch an einer Bushaltestelle irgendwo in Entenhausen im Nirgendwo und da kommt erst in 30 Minuten der nächste Bus, also steht da auch noch niemand rum. Und dann kann man jetzt einfach das Ticket an eine bestimmte Position legen und diese Position auf einer Karte eintragen, damit dann der Nächste mal nachschauen kann, wo in meiner Umgebung könnte denn ein schönes öffentliches Nahverkehrsticket sein, das ich verwenden kann. Und wir haben hier eben eine schöne Karte programmiert und die ist zwar noch nicht so ganz fertig, aber sie ist schon mal online und ihr könnt die euch auch anschauen. Wollt ihr den Link nochmal zeigen, Leute? Genau. Wenn ihr jetzt irgendein Smartphone oder Laptop-Ding vor euch stehen habt, dann könnt ihr kurz diesen Link eingeben und euch das selbst anschauen. Genau. Ja. Geben wir kurz Zeit. Habt ihr es abgetippt, wenn ihr wolltet? Gut. Teilt es wieder um. Genau, hier ist eine Karte. Hier ist jetzt gerade nur ein Marker drauf, wo ein Ticket sein sollte. Magst du mal auf Plus klicken? Da unten rechts sieht man es nicht so schön, ist ein Plus. Man kann ein neues Ticket hinzufügen und das sollte auch automatisch eure Geolokalisation abfragen, damit ihr euch da nicht Gedanken drüber machen müsst. Könnt ihr noch einen Kommentar hinzufügen, es liegt auf dem Automat oder es hängt an der Laterne, keine Ahnung. Und dann sieht man diesen schönen Punkt auf der Karte und der Nächste kann sich das abholen. Ist vielleicht wirklich schön für Leute, die nicht so viel Geld haben, sich nicht jeden Tag ein Ticket leisten können und die können sich dann einfach umschauen, wie sie da was sparen können. Ja, das war's eigentlich. Dankeschön.